Servus Leute, kommt rein und herzlich willkommen zu diesem Video. Jo Leute, wie ihr seht, habe ich gerade den Greenscreen in der Hand, den Greenscreen-Stoff. Hier haben wir nämlich so eine kleine Konstruktion aufgebaut, wo dieser ganze Stoff rübergehängt werden musste, weil wir das nicht wieder wie letztes Mal vors Fenster spannen können, weil außen die Sonne scheint und das dann richtiges Gegenlicht machen würde. So Leute, wie ihr seht, schmier ich mir gerade mein Butterbrötchen. Nämlich, bevor wir jetzt wirklich erstmal anfangen, frühstücken wir erstmal, weil ich seit 12 Stunden nichts gegessen habe. Herzlich willkommen zu der heutigen Sendung über das Schiff Fridtjof Nansen, der Dreisegeltopsmastengastenbuster. Und zwar waren wir auf Klassenfahrt eine Woche lang segeln. Ein Segelturm auf der Fridtjof Nansen. Und die sah ungefähr so aus, wie im Hintergrund zu sehen. Es war eigentlich eine ziemlich schöne Fahrt. Ziel der Reise war es, dass am Ende nur die Klasse das gesamte Schiff steuert. Wir sind fast auf Land aufgelaufen beim Start. Auf jeden Fall war es eine ziemlich gute Klassenfahrt, würde ich sagen. Wer mehr dazu sehen will, kann auch gerne mal meinen Insta-Kanal abchecken. Wie gesagt, ist das Schiff ein Dreimaster, wie auch schon gesehen. Und das ganze Schiff ist 52 Meter lang. Und die Masten sind ungefähr 32 Meter hoch. Wir konnten auch auf den Ausguck aufklettern. Auf jeden Fall. Tut mein Ellbogen immer noch weh. Das Schiff heißt nicht umsonst Fridtjof Nansen. Der Namensgeber, ein norwegischer Noreo. Mit dem Namen Fridtjof Nansen natürlich. Das Schiff wurde nach ihm benannt. Das Schiff hatte auch schon drei andere Namen. Darunter auch Gertrud und noch irgendwas. Ja, und jetzt zeigen wir ein kleines Video von dem Schiff, wie das so aussah. Viel Spaß.